Hallo, mein Name ist Kevin Noack. Ich bin Küchenchef im Landgasthof zum Grünstrand der Spree und ich koche heute für Sie Zander auf der Haut gebraten. Also, wir schneiden jetzt beim Zander den Bauchlappen ab. Und ein Stück vom Schwanz. Und dann portionieren wir den Zander in drei Stücken. Dann würzen wir ihn mit Salz und Pfeffer. Dann melieren wir ihn auf der Hautseite, klopfen das überschüssige Mehl ab. Dann Pfanne leicht erhitzen, ein wenig Öl rein. Dann die Zanderfilets reinlegen. Ein wenig drücken, das Fleisch wölbt sich ein wenig durch die Haut. Ein wenig festdrücken. Und dann bei geringer Hitze braten lassen. Bei geringer Hitze braten wir, damit die Haut nicht verbrennt und die Hitze ganz langsam aufsteigt und das Fleisch glasig bleibt. Man sollte darauf achten, dass sich die Haut nicht so doll zusammenzieht, sondern dass das immer schön die ganze Fläche dreht. Bauchlappen und Schwanzstück schneiden wir ab, damit das Fischfilet eine ordentliche Portion ergibt. Und aus den Resten vom Fisch kann man die Brust eine Fischsuppe machen. Oder eine Fischpommes. Man sieht jetzt, wie das Fleisch ganz langsam von unten nach oben durchzieht. Kurz bevor der Fisch gar ist, kommt noch ein wenig Butter hinzu. Dann wenden wir den Fisch. Lassen ihn kurz durchziehen und dann ist der Fisch auch schon fertig. Vor dem Rausnehmen aus der Pfanne würze ich nochmal mit Salz und Pfeffer. Zu unserem auf der Haut gebratenen Zanderfilet empfehlen wir Rahmsauerkraut, Tomaten und Kapern und Dillkartoffeln. Viel Freude beim Nachkochen.